ein Bauforscher, wie eigentlich das Wort schon sagt, versucht den Bau zu erforschen. Das heißt einfach, er versucht den ältesten Kernbau, Kernteil von einem Gebäude in dem Sinn, in dem Moment einfach von der Burg herauszuschälen und noch versucht das zu verstehen, wie die Burg im Laufe der Zeit baulich verändert worden ist, was eventuell weggerissen worden ist, was dazugebaut worden ist, um sozusagen die Geschichte vom Anfang, in dem Moment einfach von der Burg Hainfels bis herauf zum heutigen Tag zu rekonstruieren. Wir tun jetzt einfach unsere Erkenntnisse visualisieren, in dem Sinn, dass wir für jede Bauphase, das heißt Romanik, Gotik, Barock, wir haben einen gewissen festgelegten Farbkanon. Das heißt einfach, dass sie den unterschiedlichen Bauphasen unterschiedliche Farben gibt. Zum Beispiel grün ist für mich die Romanik. Wenn es mehrere romanische Bauphasen gibt, 13. bis 14. Jahrhundert, versuche ich unterschiedliche Farbtöne zu wählen, dass man dann diese kartierten Pläne anschaut und dann einfach sofort auf Anhieb versteht, was jetzt einfach zum Beispiel Bauphase 1, Bauphase 2 und so weiter ist. Was man jetzt einfach anhand von der Baustratigraphie festgestellt hat, dass eigentlich die ganzen Fassaden, Turm, Palas, Kapellentrakt einfach aus der spätgotischen Bauzeit stammt, also späten 15. Jahrhundert. Das heißt einfach, wenn man zum Beispiel auf dem Turm, wo eigentlich die Verwitterung kaum was am Verputz Schäden verursacht hat, ist das, als wie wenn er erst gestern aufgetragen worden wäre. Das heißt einfach, der gotische Verputz hat die Spitzenqualität, dass man eigentlich ganz, ganz wenig restaurieren muss. Abschlagen schon auf keinen Fall, sondern der heutige Restaurierungsputz würde diese 500 Jahre, was der jetzt einfach schon überlebt hat, nie überleben. Das heißt einfach, man muss es nur möglichst minimal konservieren, aber nichts im Dienste, nichts verändern, nichts ergänzen. Nur dort, wo Not ist, soll man irgendwas machen. Aber sonst ist es am besten, wenn man ihn so konserviert und intakt lässt. Die Qualität von den gotischen Verputzen kann man heute nicht mehr herstellen. Das wird wahrscheinlich ein Geheimnis bleiben, aber vielleicht, dass man irgendwann draufkommt, wenn sie den Kalk gelöscht haben, wie sie jetzt den warmen, gelöschten Kalk beigemischt haben zum Mörtel, oder das weiß man einfach nicht mehr. Jedes Objekt, wo man daran geht, mit dem man sich befasst, ist immer der Wunsch, dass man irgendwas Außergewöhnliches, irgendwas so unter Anführungszeichen Sensationelles findet. Ich glaube, es werden viele Informationen einfach noch herauskommen. In dem Sinn, ob das jetzt sensationell ist, wird sich weisen. Ja, lassen wir uns überraschen.